Hallo liebe Freunde, und zwar ist es die Ausgabe 4 November der Banditenbeute und ich fange einfach mal an und zwar geht es mit los wie immer mit Videospielen. Da habe ich mir gekauft StarCraft 2 Legacy of the Void. Ich habe seit 98, da kam StarCraft 1 glaube ich raus, seitdem nicht mehr in StarCraft gespielt und meine Fresse funktioniert das gut. Das macht so unfassbar viel Spaß. Also ich habe damit schon etliche Stunden verbracht und mein Durst ist immer noch nicht gestillt. Dann werde ich mir auch noch die anderen zwei Teile holen, die ja vor dem rausgekommen sind, da es einfach so viel Spaß macht. Kann ich jeden Echtzeitstrategiespiel-Fan nur ans Herz legen. Und dann, ich habe mir auch mal einen Blockbuster gekauft, Rise of the Tomb Raider. Das ist auch ewig her, wo ich einen Tomb Raider gespielt habe. Mein letztes war Teil 3 auf der PlayStation 1 und das dürfte jetzt auch schon 15, 16, 17, 18 Jahre her sein. Ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Ich habe diesen ersten Teil vom Reboot nie gespielt, aber der gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Es ist zwar viel Action, aber ich finde, die ist geil inszeniert und man hat trotzdem noch so kleine Gebiete zu erkunden. Und dann gibt es auch so, ich nenne es mal Sidequests, wo man zum Beispiel in eine Höhle reingeht und tut eine komplette Ruine entdecken, klettern, Sachen finden. Hat mir echt richtig Spaß gemacht. Wir sind auch schon fast durch, also die Spielzeit ist für so ein Spiel echt in Ordnung. Da war Uncharted 3 bei weitem kürzer. Und dann habe ich mir gekauft für so Scribblenauts Unlimited. Das hatte ich schon immer mal im Auge und habe es dann auf Amazon gesehen, neu für 9 Euro. Und ja, dafür ist es in Ordnung. Ich muss sagen, ich hätte mir ein bisschen mehr erwartet, denn man ist gar nicht so frei, wie man denkt. Also man ist doch ein bisschen eingeschränkt im Spiel. Das hätte ich ein bisschen anders erwartet, aber ich finde es cool, dass es Cameo-Auftritte gibt wie von Mario, Luigi, Peach, Yoshi, einen Goronen, Link, Zelda und Epona. Das ist schon ziemlich cool, aber so an und für sich muss ich trotzdem sagen, ich hätte mir mehr erwartet. Aber ich meine für 9 Euro, wer bin ich, dass ich mich beschwere. Und dann nochmal wieder ein Telltale-Spiel, und zwar Minecraft Story Mode. Es ist echt lustig, also ich mag die Geschichte, ich mag ja die Minecraft-Welt allgemein ziemlich gern. Also ich spiele es zwar selten und Let's Play schaue ich auf gar keinen Fall, aber so an und für sich die Welt und einfach die Optik mag ich echt gern. Und das Spiel ist einfach echt nett. Klar, es ist ein Telltale-Spiel, man spielt nicht wirklich selber, es ist mehr ein interaktiver Film. Aber er ist nett erzählt, hat einen super Humor, die Charaktere sind zum Liebhaben und vor allem, ach, wie hieß dieses Schwein wieder? Ruben. Ruben, das Schwein, ist das Beste. Nur wusste ich nicht, dass es nur Episode 1 auf Disc ist und das quasi ein Season Pass auf CD ist oder so ähnlich. Bin ich ein bisschen enttäuscht, aber es ist auch ein bisschen Idiotie meinerseits. Denn die letzten Spiele, die ich mir gekauft habe, waren anscheinend schon nach dem Release von allen Episoden online. Das war zum Beispiel The Wolf Among Us oder Walking Dead, die waren halt schon komplett auf CD. Aber wie gesagt, das ist mein Fehler und nicht die von Telltale. Bin halt ich in die Falle getappt. Es ist zwar nicht so spannend wie Wolf Among Us, über das ist so mich, für mich der Zenit von Telltale-Spiele. Das hat mich am meisten gefesselt, denn das ist jetzt nicht so spannend, es ist einfach mehr eine lustige Abenteuergeschichte, aber ich mag es gerne. Dann kommen wir zum Retro-Stuff. Dank dem lieben Napalus, hallo, habe ich endlich Rampage 2 Universal Tour. Ich bin ein großer Rampage-Fan, das war, ist für mich so eines meiner Franchises der Kindheit. Ein bisschen aufrecht hinsitzen, ne? Ich sitze da wie so ein Sandler. Denn den ersten Teil hatte ich für das Nintendo 64 und das war so ein Spiel, was ich immer wieder gespielt habe, da man schnell drin ist und auch schnell wieder aussteigen kann. Man muss nicht erst immer ewig was erledigen, bis man zum Speichern kommt. Hier kann man schön Level für Level machen und das ist einfach so ein schöner No-Brainer, er geht immer. Und den zweiten Teil habe ich mal gesehen, was heißt gesehen, mein Cousin hatte ihn genau. Und da habe ich ihn auch liebend gern gespielt, den zweiten Teil. Wollte ich mir jetzt nachkaufen für das Nintendo 64, aber meine Fresse ist der teuer. PlayStation 1 ist eigentlich auch nicht so billig, aber dank dem lieben Napalus habe ich es bekommen für, ich glaube, ein 10er war es, 9 oder 10 Euro. Und dafür liebe ich es. Nee, Schmarrn, mit Versand waren es 14, 15 Euro. Aber ich meine, hallo, für ein bisschen Kindheitserinnerung mache ich es auf jeden Fall. Ach, Rampage, super. Und endlich habe ich es. Eines meiner liebsten Sega Mega Drive Spiele, Splatterhouse 2. Endlich halte ich es in meinen Händen. Auf diesen Augenblick warte ich echt schon lange. Es war nicht ganz billig, aber billiger als so der Durchschnittspreis. Ich habe gezahlt, lasst mich lügen. Versand war natürlich, was mittlerweile Standard ist, kostenlos. Aber das Spiel hat mich gekostet knappe 35 Euro so. Das ist echt noch in Ordnung, obwohl es sich auch schon für viel anhört, weil es
Naja. Aber es ist ein Sega Mega Drive Spiel. Hallo. Das sind eben auch vielen trotzdem günstiger. Aber es gibt auch, wie auf Super Nintendo, Spiele, die einfach arschteuer sind. Und das wird leider am Mega Drive auch immer mehr und mehr. Deswegen muss ich da jetzt noch zuschnappen, bevor es wieder, keine Ahnung, so teuer wird, dass ich keinen Bock mehr aufs Spiel habe. Was am Super Nintendo leider oft der Fall ist. Oder Nintendo 64, wie jetzt Rampage. Wobei Nintendo 64 sind viele Spiele scheiß gealtert. Aber Splatterhouse 2 freut mich ungemein. Und vielleicht gibt es da mal ein Video dazu. Und noch ein Sega Mega Drive Spiel. Das hatte ich auch schon sehr lange in meinem Kopf. Das will ich. Denn das ist von Treasure. Ich mag Treasure. Die haben zum Beispiel Dynamite Heady gemacht oder Gunstar Heroes. Die haben einfach das perfekt hinbekommen am Mega Drive. Die Spielbarkeit, die Grafik, der Sound. Und da auf den ersten Blick wirkt es jetzt scheiße, sage ich ganz ehrlich. Und zwar McDonald's Treasure Land Adventure. Ich meine McDonald's. Aber es ist ein knallbuntes, schönes Jump'n'Run, das sich gut spielt. Der Sound ist echt richtig geil. Und es macht einfach Spaß. Denn es kommt halt nicht nur Ronald McDonald vor. Ich weiß jetzt die Namen nicht mehr, das ist so lang her. In meiner Kindheit wusste ich, wie jeder Charakter aus dem McDonald's-Universum heißt, weil ich sie alle gefeiert habe. Vielleicht sieht man es, zum Beispiel die zwei, den Räuber, diesen lilanen Ding oder die Vogeltante. Die kommen alle vor, haben kleine Cameo-Auftritte und es ist einfach so ein richtig schönes Wohlfühlspiel. Da freue ich mich drauf, denn ich habe es leider erst heute bekommen. Denn ich habe es zu meiner Mutter schicken lassen. Denn hier lasse ich mir selten was herschicken, da ich in einem riesen Haus wohne mit viel Nachbarn und da traue ich irgendwie keinen. Bisschen paranoid. Deswegen lasse ich so Schmuckstücke immer lieber zu meiner Mutter aufs Land schicken. Und die kam heute vorbei und hat es mir vorbeigebracht. Deswegen konnte ich es noch nicht spielen, aber ich kenne es ja und ich weiß, dass es mir gefallen wird. Der Schwierigkeitsgrad ist zwar sehr, sehr leicht, aber ich meine, so Spiele darf es auch mal geben, ne? Dann kommen wir schon zu Comics. Und zwar hier SpongeBob. Den kaufe ich mir ja immer, alle 2 Monate kommt der. Es ist schöne Comedy für zwischendurch, also ich mag es echt gern, aber dann habe ich die letzte Seite aufgeschlagen und wollte sehen, wann der nächste Band kommt. Und was sehe ich da? Ein Tschüss schreiben. Die Panini-Redaktion. Es kommen keine Comic-Hefte mehr, sondern nur noch alle heilige Zeit Comic-Bücher. Ich weiß nicht, ob ich darauf Lust habe. Ich warte einfach mal ab, wie sich die ganze Sache entwickelt. Und dann, auf was ich auch schon lange gewartet habe, bei Simpsons Comics gibt es ja jetzt mittlerweile immer diese erste Ausgabe-Ding. Da gab es ja erste Ausgabe von Maggie, von Professor Frink. Und jetzt kommt dann der Duffman. Die haben dann quasi immer nur ein Comic-Band. Eher gesagt Comic-Heft und dann kommt nichts mehr. Und da kommen endlich Kang und Kodos. Das sind meine Lieblingscharaktere aus dem Simpsons-Universum. Aber ich bin ein bisschen enttäuscht. Die Geschichte ist ein bisschen 0815 und ich bin echt ein bisschen enttäuscht. Also ich habe mir viel mehr erwartet, aber es sind zumindest schon mal Aufkleber dabei. Schade eigentlich, denn wie gesagt, Kang und Kodos sind die besten. Und dann natürlich der 4. Band des neuen Star Wars Comics. Da geht es jetzt nur um Darth Vader und ich muss sagen, meine Fresse, ist das gut. Also man erfährt echt viel, was Darth Vader so in der alten Trilogie hintenrum noch gemacht hat, wen er getroffen hat, welche Dialoge er geführt hat und hat mich echt richtig überrascht. Die ersten 3 Teile waren zwar auch schon gut, aber hier ist es nochmal um ein Level hochgestiegen. Sehr geil. Und dann von den Simpsons habe ich gesehen, gibt es ja immer die Horrorausgaben im Oktober und jetzt gibt es auch noch, was schon lange gibt und ich nie gemerkt habe, auch zur Winter eine Ausgabe. Und ich mag ja allgemein Wintergeschichten. Hat man ja bei meinem Top 10 Winter-Weihnachtslevel gesehen. Und da kommt jetzt nächsten Monat die Ausgabe 9 raus und ich habe mir noch die Ausgabe 8 nachgekauft. Die gab es nämlich noch. Ja, ist immer eine schöne Lektüre, so abends gemütlich im Bett. Ich rushe hier heute durch, heute läuft's. Dann habe ich noch bekommen von meiner Mutter zu Nikolaus. Sowas gibt's hier noch in Bayern. Und zwar, ich wollte ja sie nochmal als Reserve und ich habe sie bekommen. Sehr cool. Die Metroid-Figur, beziehungsweise Samus von World of Nintendo, ist sehr, sehr geil. Und da werde ich mir auch noch die eine kaufen, die neue. Ach, Gravity Suit, glaube ich, war das. Du weißt das, lieber Napalus. Denn die kostet auch nur 9 Euro und ich liebe Metroid. Zumindest das alte Design. Und sonst war es eigentlich recht ruhig diesen Monat. Naja, was heißt ruhig? Ich habe jetzt trotzdem hier 7-8 Spiele gehalten. Ne? Ist trotzdem Luxus ohne Ende. Aber ich habe mir nur 2 Figuren gekauft. Was eigentlich nur Amiibos sind. Und zwar Falco. Ist echt richtig schön, die Pose. Genau wie bei Star Fox. Ich hoffe, dass die... Zu Star Fox hoffe ich immer noch, dass eine Amiibo-Serie rauskommt. Denn ich hätte sie so gern. Star Fox ist so ein geiles Franchise. Und ich muss den mir kaufen, weil, keine Ahnung,
Tom Nook von Animal Crossing. Animal Crossing ist einfach so eine Sache, habe ich immer gern gespielt, aber seit ich mit Ellie zusammen bin, seit 2 Jahren, ist es so unser Spiel. Als wir uns New Leaf gekauft haben, haben wir es gesuchtet ohne Ende und Animal Crossing erinnert mich einfach immer an sie. Deswegen kaufe ich es mir anscheinend. Ach ja, ich kleiner Romantiker. Und ich bin sogar am Überlegen, mir das Amiibo... Amiibo Resident Evil Festival. Wäre geil. Nee, dieses Animal Crossing Amiibo Festival werde ich mir vielleicht auch noch kaufen. Ich meine, klar, darf ich da nicht die Welt erwarten. Viele sind immer noch im Rage-Modus. Aber hey, mein Gott. Es kann Spaß machen, selbst wenn es mal nicht die Innovation überhaupt ist. Das war's. Ja, sind eh schon wieder bei 10 Minuten. Ist eine gute Länge. Und ich hoffe, vielleicht konnte ich euch das ein oder andere Spiel schmackhaft machen. Wie gesagt, checkt das mal aus. Es ist echt geil. Also, ohne Witz, lasst euch nicht von der Verpackung abschrecken. Es ist echt ein geiles Jump'n'Run. Deswegen merken. Und kann ich noch einen Geheimtipp geben? Nee, die anderen kennt man ja, ne? Also deswegen, Held des Videos, Treasure Land Adventure. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Ich kann euch schon mal anteasen, die Dezember-Ausgabe wird der Wahnsinn. Denn meine Mutter übertrumpft sich jedes Jahr an Weihnachten selbst, denn die kennt mich besser als jeder andere und die kauft mir so geile Sachen, letztes Jahr die ganzen Ninja Turtles. Und da kann ich euch sagen, die nächste Ausgabe wird der absolute Wahnsinn. Deswegen, danke fürs Reinschauen. Ich wünsche euch schon mal schöne Weihnachten. Ihr habt es verdient. Bis zum nächsten Mal. Euer Bandit.